Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Super. Das ist nicht mal das Problem. Ich würde gerne... So, sprich mit Adelaide. So. Schön, dass Sie hier sind. Ja, eins nach dem anderen. Rebellion. So, die drei Besen. Ist doch schon mal gut. Was kann ich für dich tun? Meine Liebe. Hallo, Sirona. Oder lieber ich habe keine Danke Ahnung. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lord Cock gefunden? Ja, den Cock habe ich gefunden. Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Klar. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe mit ihr über ihre Freundin Claire Beaumont gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Echt? Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Oh, ich dachte, ich könnte es jetzt heimlich machen. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Na, das ist eine super. Gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Gut, sprich mit Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield. Machen wir doch, haben wir doch schon mal gemacht. Die Frage ist, ne, wo ist die alte wilde Hilde denn jetzt hin? Ja gut, viel ist es jetzt auch nicht, ne? Rebellion. Wenn ich irgendwo was am Fliegen? Ich meine, es kann eine Eule sein, klar. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist. Ups. Ach hier. Du 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 du. Ach Mist, drei. Du 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 du. Nimm ich mal mit, hast du nichts dagegen, ja? Lumos. Okay. Irgendwo hier muss eine Motte sein. Ach hier. Hier war ich echt noch nicht.
Das ist weird. Nehme ich mal mit. Den Hammer brauche ich nicht. Schild. Straßenlaterne und dann hier oben hin. Das bedeutet, das müsste theoretisch hier sein, ja. Lumos. Komm mit, kleine Motte. Zurück ins Gemälde mit dir, hm? So, hier bist du bei deinen Homes. So, Sammlerhandbuchseiten von Hogsmeade gibt es 15 Stück. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Warte mal. Will ich einfach hier durch die Mitte gehen? Dass das keine... Okay, das war lustig mit der Vogelscheuche, die die Raben von sich selbst verscheucht hat. Eigentlich interessant. Ich habe so das Gefühl, dass die Vogelscheuchen meistens nie wirklich was bringen oder gebracht haben. Weil die Vögel merken ja dann irgendwann, dass du dich nicht bewegst. Zweifellos schon lange verlassen. Revelio. Ja, das haben die Dinger so an sich. Haben wir doch schon wieder was gekriegt. Plus 7? Okay. Jetzt sehe ich halt echt aus wie ein Vagabund. Plus 9, das kann man noch nicht erzählen, kann man noch nicht sehen. Vielleicht kann sich das Erscheinungsbild hier ändern. Ah, ich weiß nicht. Da sehe ich vielleicht aus. Ich habe noch ein paar Talentpunkte. 2 sogar. Ich würde sogar sagen, die Haupttalente. Was haben wir denn hier? Mega Power Trank hat eine bessere Heilwirkung. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Vom Stupor getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Erfolgreiches Ausweichen. Unblockbare Angriffe. Erhöht die alte Magieanzeige. Protego-Experte. Ja, schwierig. Basiszauber treffen Gegner in der Luft mit erhöhten... Und erhöhen die alte Magie. Oh, das könnte gut sein. So, Herausforderung. Hier, Kampf. Belohnung einsammeln. Super. Die von Rones Ehefrau. Du bist überglücklich mit dem Kind. Ach so, ja, das kenne ich ja schon. So. Ist irgendwelche neuen Ausrüstungen? Ich würde sagen, nein. Zum Glück kann ich das Erscheinungsbild ändern. Und somit können wir theoretisch tragen, was wir wollen. Sieht echt nicht schlecht aus, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Gutes Mystikgewand. Okay, Umhänge. Jetzt sehen wir halt echt aus, als wenn wir kein Schüler wären. Das sieht aus, als würden wir nicht nach Hogwarts gehören. Rebellion. Hier sonst noch was? Nee, ne? Ich
meine, wir können auch den Hut nicht anzeigen lassen. Finde ich sowieso ein bisschen komisch. Aber auf der anderen Seite... Why not? So. So, gucken, wie lange die Aufnahme schon gilt. Ja, das passt. Gut, wir hätten auch hierher reisen können. Ach, Schnellreise. Aber Hogsfield, wo ist jetzt Mrs. Brottle? Hier ist sie doch. Die Gute. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Brottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Das ist doch super. Ich dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Und das schaffst du nicht selbst? Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Och, wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn sie die Horklumpe sammeln könnten. Diese Sprache ist schon lustig. So, let's go, hä? Muss ich hier auf den Vorsprung? Ich will ja jetzt eigentlich sehr ungern fliegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da einiges verpasse. Hundi! Ach hier! Insekten! Au! Ich habe jetzt auch keine Lust, da großartig einen großen... Jawohl, der Umweg geht noch. Und wir konnten einen Hund klatschen, ist auch mal was. Rebellion. Auch wenn es nur ein dunkler Straßenköter war. Haben sie auch umgenannt. Ich glaube, die hießen am Anfang nur Straßenköter. So, ein paar Florfliegen mitgenommen. Das ist doch schon mal schön. Ah ja, eine Aschwinderin. Ich verstehe halt auch nicht so ganz. Ah ja, eine Aschwinderin. Sind das nicht irgendwie... Sehen die Aschwinder nicht irgendwie Dingsbums? Ich habe keine Ahnung. Ach hier. Was hast du getan? Ach hier. Inzelt. Wo ist denn den Arsch getreten? Du Lümmel. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brottle erwähnt hat. Können Sie mal sehen, was sie da gemacht haben, diese Lümmel. Ach hier. Kommt hin. Ach hier. Kommt hin. Ach hier. Gibt's hier noch jemanden? Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Ernsthaft? Hol, der wird ja richtig eitel. Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Meine Güte.
Gut, dann machen wir das noch und danach erstmal kurz Baby machen. Ich habe Mrs. Brottle die Horklumpe gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Konfinko! Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ach hier. Kann ich damit angeln? Ich kann doch auch tauchen. Revelio. Nee, hier unten ist nichts, okay. Incendio. Erstmal alles wegbrennen. Ach hier. So, wir haben etwas besseren Hut gefunden. Das ist okay. Revelio. Aber ansonsten... Warte mal. Das sieht doch auch wieder nach was Bösem aus. Ich hab doch da was gehört, bin ich blöd? Schade, immer irgendwie so ein... Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Sicher bis London gespürt. Auf jeden Fall. Hat man den auch hier einfangen können? Revelio. Tollpopel. Incendio. Das ist doch schon mal etwas. Damit kann man doch mal anfangen. So, die Palmblätter. Gut, ich hätte den Troll theoretisch auch umgehen können. Revelio. Confringo. Nehme ich mal alles mit. War ich nicht hier schon? Nee, ne?
Prevelius. Das lief doch ziemlich gut, würde ich sagen. So, hier kann ich hochklettern. Im Wasser selbst ist nichts, das ist gut. Glaube ich. Hoffe ich. Meine liebe Sirona, als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Legilimens bist und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir... Ja, so ganz viele Briefe kommen, das ist mir jetzt zu viel. Liebe Sirona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ich habe mir Mrs. Brottle geschrieben, aber fühlte mich verpflichtet, auch meinem Dank an dich und Feder auf Tinte, Pipapo. Ja. Das müssen Sironas Briefe sein. Gut. Verlassen wir mal die Höhle in den verbotenen Wald. In den Wald. Da ist es auch jetzt noch kalt. Da werde ich auch ganz schnell alt. Deswegen mache ich mich weg und das bald. Yay! Ich könnte theoretisch mit dem Besen hier rumfliegen. Aber brauche ich das? Soll ich das? Darf ich das? Muss ich das? Gut. Hier ist noch eine Höhle. Ich muss doch theoretisch... Ah, nee, ich habe nicht alle Briefe gesammelt. Hab ich doch. Oder bin ich blöd? Ich habe nicht alle Briefe... Ich meine, komm schon. Wegen einem Brief sollte sie jetzt nicht rumheulen. Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Habe ich doch schon längst gemacht. Das Einzige, was fehlt, ist sind diese komischen Briefe. Einer. Ins Handy. Komm, Frick! Revelio. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ernsthaft? Wir haben ja doch schon längst... Diese festgeskripteten Sachen, ne? Aber habe ich wirklich alle Briefe mit... Ich sollte diese Schachtel zu Alles Gute zum bringen. Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich die Küche gemogelt und Frankie gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, wo sie zu dieser Jahreszeit Himbeer nehmen will. Ich glaube, das ist alles. Oh, dieser eine Brief, den hättest du doch auch theoretisch mitnehmen können. Ohne Probleme.
Ach hier. Gefängnis. Ach hier. Ja, Damage gefressen, aber nicht zu knapp. So. Wald ist schon ganz schön dunkel. Aber dafür kriegen wir ein paar Wildere ab. Da habe ich kein Problem damit. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lebenswerte Beute mehr gesehen. Konfrito! Ach hier! Gefängnis! Im Zentrum! Konfrito! So, wo gibt's denn hier noch einen? Super. Hätte ich nicht einfach auf den... Ja doch, ich bin etwas weiter runter gesprungen, gerutscht. Da hätte ich nicht einfach oben aus der Höhle rausgehen können. Kein Zugriff mit Besen oder Reittier. Na dann. Warte mal, hier kann ich auch bestimmt noch ein paar Florfliegen sammeln. Super, dann geben mir mal der Sirona ihre Sachen zurück. Und sammeln noch das eine oder andere Blättchen. Hier die Schachtel mit Briefen zu Sirona zurück. Muss ich der Madame nicht noch irgendwas geben? Schlossstufe 3. Butterbier. Lecker. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Garlick steht, sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so.
In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Lieber ein Ravenclaw, interessant. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Das stimmt. So, es ist immer gut, sich ein paar Freunde zu machen. Sie hatten sicher ihre Gründe, aber in Alfred Lawleys Haus einzubrechen, war keine gute Idee. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Woher weiß sie das? Woher weiß sie das? Mist, ich glaube, wir haben ein Problem. Ja. Gut, ich würde aber sagen, ich beende die Aufnahme von heute mal. Dann müssen wir mal kurz auf die Toilette gehen. So, Speicherung abgeschlossen.